Die Predigt ist ja super gewesen, gell Rosa? Seit Elsie und die Beden laufen ein Stück der Strasse noch. Ja, mir hat's auch gefallen, hab meine Nichten auf dem Schoss gehabt. Ach, ein Goldschatz, hab sie aus dem Schloss gehabt. Ja, versteh das, halt ein Riss Sonnenschein. Das wunderbare Buscheli vom Riss Rosmarin. Hey, der Mann scheint aus seiner Kleidung angelungen zu sein, wie er die Leute begrüßt hat. Bewundere ich. Schon bald ist ein Stund vorbei, immer noch Gespräche die Bilder. Über das und dieses finde ich noch tröchere Themen. Schade, dass sie die Predigt vom Löcherli Peter schon vergessen haben, von lauter Kind und Töchterli geredet. Stangen, sehr gerne. Zwei, Stangen, sehr gerne. Zwei, ja. Ich mir immer voll hin und denke, hey, verschon mich. Wenn das alles stimmt, müsst ihr noch mein Leben ändern. Müsst mich sozial einsetzen für andere. Irgendjemand in so verlumpten Gebieten kennen soll. Zum Glück bin ich nicht ein Organist und viele muss verteilen. Setz im Sonntag ein, doch kochen wir uns gerade wieder auf. Wir können nicht alles, was wir machen, alles. Wir gehen abhören, wir glauben. Er ist ein Glück und Meister, er ist in tausend Tagen begeistert. Er ist wie der, wo mit uns heute Abend an Gott und die Hintergrund. Nein, wir machen heute schon Brünnchen. Wir sagen nur eins, wir hätten Brünnchen. Heute Abend gehen wir ab und wir haben den Schatz. Es ist der Hey und er hat den Motto. Darum sagen wir, er hat den Motto. Er macht das mit dem Akku. Schaff über und darum sage ich, es ist nicht Hakku. Die Botschaft von der Hoffnung hört man nicht mehr. Gott ist tot, Theologie von der Kanzel tönt nicht mehr schlimm. Die Bibel ist ein Buch wie jedes andere mit Wörtern drin. Die Qualität von einer Predigt zeigt, kann einer schönen Stimme. Macht das wirklich Sinn? Der Rationalismus hält den Einzug. Wir verreisen die Botschaft von Jesus. Jeder macht alles eins draus. Alles, was der Verstand nicht kann erklären, kriegt man in Scheiss aus. Mal ehrlich, das sehe ich sehr nach Erlösung und Sieg aus. So sehr anders als die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte. Wir dienen, wir teilen, wir heilen, kontra und opfern sich. Für Arm und Weib, am Schluss gibt's einen Stopp für sich. Die trotzdem nicht auf, weil einem Gott Kraft und Hoffnung gibt. Okay, gib dir ja. Okay.
Ich will nicht mehr mit dir zuhören. Los, gell?